Hallo meine Lieben, willkommen zu einem weiteren Video von uns. Heute ist mein Geburtstag. Und meine Happy Birthday, und Baby. Happy Birthday to you. Und meine liebe Frau hat mir eine Überraschung gemacht. Also das ist bei uns seit letztem Jahr Tradition. Genau, seit meinem Geburtstag. Genau. Ist das eine Tradition, dass wir uns gegenseitig mit einem Kurztrip, also irgendwohin, überraschen. Mhm. Das heißt, meine Überraschung ist Kroatien. Wir sind angekommen, ich dachte kurz so, ja, Österreich, Gebirge, dies, das. Das schreibt doch jeder. Hi. Ja, hi. Da kommt noch einer. Hi. Oh mein Gott, das ist ja auch gut, schau dir an, Baby. Oh mein Gott. So, auf jeden Fall. Wir sind gestern Nachmittag angekommen. Ja. Haben jetzt eigentlich nicht viel gemacht. Wir haben uns mal 2 Stunden ausgeruht. Oh ja, hab ich dann nicht. Weil wir sind halt 6 Stunden gefahren, oder besser gesagt, ich bin 6 Stunden gefahren. Ich habe mich 1 Stunde ausgeruht. Iggy hat sich 2 Stunden ausgeruht. Ja, sie hat halt auch am Abend davor nicht so gut geschlafen, muss ich sagen. Auf jeden Fall waren wir dann kurz essen. Essen war okay. Iggy also kann euch dann was einblenden. Ich muss ehrlich sagen, die ersten Bisse waren wirklich gut. Aber dann, je mehr du gegessen hast, desto komischer war es. Vor allem mein Essen hat einfach nach Gas geschmeckt. Iggy hat halt, es ist halt so ein Grillrestaurant und Iggy hat sich halt Nudeln genommen. Big Mistake. Ich hatte halt kein Fleisch, keine Lust auf Fleisch, wobei da war auch Chicken drinnen, also keine Ahnung. Ja. Ich habe mir ein Steak genommen, ich habe es halt Medium genommen. Es war halt rare, das Teil hat noch gelebt. Ja, man, an den Seiten nicht, aber innen, tschüss. Das war richtig lebendes Fleisch ja, noch. Aber es war gutes Fleisch, also qualitymäßig sehr gut, deswegen konnte man es auch essen. Roast Beef Carpaccio, das war das einzige, was richtig geil war. Ja, ja. Und ja, Essen war halt okay. Dann sind wir nach Hause gekommen, haben Euphoria angefangen, 2 Folgen haben wir geschaut. Wie gefällt es dir? Gefällt dir gut? Erstmal zeigt er mir Game of Thrones. Ja, aber schau mal. Verrückte Scheiße, Alter. Die bringen sich alle um, Herr. Was ist das? Schau. Zögeln jeder mit jedem und dann bringen sie sich um. Ich bin halt so einer, ich schaue gerne die Serien auf Originalsprache und Iggy will halt immer auf Deutsch schauen. So, deswegen haben wir Game of Thrones auf Deutsch angefangen. Nur waren wir gestern. Dieses mittelalterliche Gerede da, ich kann dieses Englisch nicht. Ich werde es auch nicht verstehen, auch mit englischen Untertiteln werde ich es nicht verstehen. Nein, passt eh. Aber Euphoria haben wir jetzt gestern auf Englisch angefangen und das geht, oder? Das war okay. Es geht ich weiß man muss halt die ganze Du kannst Englisch. Man muss sich. Nein, es geht nicht darum, es geht nur darum, dass ich mein Kopf, ich möchte nicht, dass mein Gehirn weiterarbeiten muss. Ich arbeite und dann höre ich auf und dann schaue mir Serie und muss weiterarbeiten. Das ist das. Arbeiten. Also hier sind wir jetzt gerade. Wir sind einfach unterwegs zu diesem See- und Wanderweg. Pokémon Trainer Exon ist da. Pokémon Trainer. Und jetzt sind wir halt hier und feiern meinen Geburtstag. Yes. Also der ganze Tag ist jetzt ihm gewidmet und morgen müssten wir abreisen, weil wir hier nur 2 Nächte haben und deswegen wird man dann schauen, wohin es uns dann bringt. Wir schauen dann heute Abend einfach, ob wir irgendwo hingehen und falls wir irgendwo hingehen, wohin wir. Also ans Meer. Ans Meer unbedingt. Unbedingt das Meer noch sehen. Weil wir haben ja bis Dienstag frei und das wollen wir uns doch. Ja, das wollen wir noch nutzen. Wenn wir schon mal diesen Weg gefahren sind, weißt du, machen wir halt hier noch ein bisschen was, ne? Yes. Na gut, Freunde, wir melden uns dann, wenn wir drinnen sind. Bei den Wasserfällen und Co. Also Freunde, jetzt sind wir zur Station 3 gefahren worden mit dem Bus. Der bringt dich einfach zu rauf und dann halt später wieder zum Parkplatz, weil wir haben uns jetzt entschieden für eine Route zwischen 4 und 6 Stunden. 8900 Kilometer. Nein, 8900 Meter. 8900 Meter. 8,9 Kilometer. Ja. Das wäre viel. 2-3 Jahre unterwegs. So, du brauchst 1000 Kilometer nach Kosovo und ich sag so 8900 Kilometer. What the fuck? Okay. Oh. Boah, der Boden ist ganz bisschen, aber das ist gerade. Zeig mal her. Wie schön cool ist das? Mega! Der Boden ist hier so und darunter ist das Wasser. Ja. Für mich? Hey, bitte, ganz kritisch. Hör auf damit, Baby! Oh, warum hast du dir das ausgesucht? Überall Viecher, überall Wasser. Ich hab's für dich ausgesucht. Das ist Todeszone für dich. Ich hab's ausgesucht für uns als Erlebnis. Papa. Baby, warum machst du das?
Willst du an deinem Geburtstag Stress? Willst du? Komm vor mir! Komm vor mir! Du hast fertig. Boah, gleich sieht man an diesem See. Oh mein Gott, Leute, es sieht so schön aus. Man darf anscheinend aber nicht schwimmen, ne? Hat sich der eine gemeint. Ja, unnötig. Jetzt haben wir einen Rucksack voll von Umut mit zwei Badetüchern und. Unnötig. Aber es war eh klar, es ist ein Nationalpark. Ja, aber egal, schau. Wir können ja uns dann irgendwo hinsetzen und Picknick quasi mäßig essen. Ja, dann. Das machen wir. Das ist schon oft chillig. Ja. Boah, Leute. Das Wasser ist so schön klar. Oh, wow. Und da ist jetzt dahinter, also hinter diesen Dingern, seht ihr jetzt einen Teil vom See. Mir gefällt es gar nicht krokodilisch. The length of trails and bridges within the lake system is about 22 kilometers. Wow. The bridges are made of chestnut timber. Chestnut timber, schau, so haben sie das gemacht. Boah, das heißt eigentlich fast überall ist eigentlich nur Wasser, bis auf halt eben hier so auf dem Land. Boah, schau, wie es früh ausgesehen hat. Oh, wann war das? 1930, Leute, schaut euch das an. Oh geil, einfach so ein Fleck Natur mitten in Kroatien, richtig toll. Das ist jetzt für Kaya. Kaya. So. Kaya, du schaust sicher zu. Für dich richtig, richtig schön. Boost hat gemeint, sie weiß dann, dass Kaya ein Video von mir angeschaut hat, wenn er dann kommt und sagt, richtig, richtig schön. Sie sagt, schaut so gerne meine Videos. Er ist so cute. Echt, oh mein Gott, hört ihr das Wasser im Hintergrund? Es ist ein Wasserfall, aber man sieht es nicht. Ja, von drüben sieht man es dann. Was die Natur so gibt, oder? Jupp. Und wir Menschen machen alles kaputt. Jupp. Wir sind einfach Ghana. Geldgierige Ghana. Jetzt machen wir eine Wette. Um was wetten wir? Boah. Arschspitzen. Der eine muss dem anderen um 50 Euro irgendwas kaufen. 50 Euro? Ja. Okay, passt. Ich sage, wir gehen 22.000 Schritte. 22.400. 22.400? Mhm. Ich sage 26.100. 26.100, bam. Okay, um 50 Euro geht's. Mhm. Let's go. Aber nicht Cash in die Hand. Man muss was kaufen. Ja. El Presento. Tamam. El Presento. Mhm. Passt, mach mal. Fresca. Fresca pesca. Leute, es ist einfach viel zu schön alles. Schaut euch das an. Da sitzt jetzt ein Wasserfall. Da gibt es kleine Wasserfälle, da hinten war ja der große, den wir euch gezeigt haben. Oh. Hier hast du so The Bench, da kannst du dich einfach hinsetzen und Natur genießen. Grün, 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 grün. Wahnsinn. Gefällt es Ihnen? Sind Sie glücklich? Sehr schön. Sehr Danke schön. Für das, ja. Also dieses Geschenk hat ja auch einen Eigennutz gehabt. Smart move. Ich bin ja dabei, aber das ist ja bei allen Trips eigentlich das so. Stimmt. Also ich bin dann gespannt, was du planen wirst für uns. Boah, ich habe noch gar nichts. Aber ich werde. Aber es ist ein Erlebnis zusammen. Das ist das Wichtigste. Das ist das Wichtigste. Und schaut euch das an bitte. Das kann uns niemand mehr wegnehmen. Diesen Anblick, den wir hier sehen. Das war wirklich jeden Cent wert. Ja. Auch die Fahrt, diese lange Fahrt. Ja, so lang war es jetzt eh nicht eigentlich. Es war eh gemütlich. Ja, wir sind 6 Stunden gefahren. Gar kein Stau, gar nichts. Wir sind halt eben am Freitag in der Früh losgefahren. Und das war das Gute. Ja. Weil Freitag in der Früh es war nichts los. Also nur bei den Baustellen hat es sich ein bisschen gestaut. Genau. Stell dir vor, dass diese Aufnahme mit der alten Kamera. So. Ja, Leute, die ganze Zeit. Gott sei Dank haben wir diese Action-Cam jetzt. War Klick des Todes, wäre das gewesen. Ich finde, die Qualität von den Vlogs ist auch viel besser geworden jetzt. Nur mit dem Sound müssen wir uns noch ein bisschen spielen. Ja, der Sound ist immer so ein bisschen schwierig. Da gibt es halt viel Auswahl. Und
Ja, ist doch, wisst ihr, wohin die Kamera, also das Mikrofon zeigt, ist halt ja, auch immer so ein bisschen. Mensch. Aber das ist ja ein, das ist ja ein, doch, das ist ein Allrounder. Ja, aber trotzdem, man hört es trotzdem auf der einen Seite besser als auf der anderen. Egal. So, Freunde, jetzt ist ein bisschen laut, weil hier ist ein riesen Wasserfall, aber das muss ich euch zeigen. Also das ist bei der Weg, wenn wir uns dagegen müssen. Oh mein Gott. Ja. Und da ist der Wasserfall. Wir kommen jetzt gleich näher und dann zeige ich ihn euch von ganz nahem. Wow, einfach. Der Weg ist schon sehr steil. Da müssen wir alles durch. Ja. So wie in der Stadt, diese Sprühdinger. So, jetzt sind wir 2 Stunden unterwegs, wobei der Weg ja vom Apartment zählt ja auch dazu jetzt. Ja, ja, sowieso alles für heute. Den habe ich jetzt nicht mitgerechnet, aber egal. So. Wir sind jetzt schon 9000 Schritte. 9000 Schritte. Also ich glaube, ich liege schon richtig. Schauen wir mal. Wir werden es sehen. 50 Euro, dieser wird schmecken. Oh, das wird gut schmecken. Vor allem, ich hätte gern entweder Ohrringe. Nee, hey, du darfst nicht entscheiden. Ich dachte, ach jeder so. Sucht dann aus. So, ich kann dir dann aussuchen, ob ach so. Euro, was ich gekauft habe. Super. Nein, aber dann kaufst du mir irgendwas, womit du einen Nutzen hast und nicht ich. Nein, nein, es soll schon für dich einen Nutzen haben. Ey. Nein, wir dürfen es uns aussuchen. Okay. Was uns der andere es kaufen muss. 50 Euro nicht überschreiten. Wenn es weniger ist, hast du Pech gehabt. Nö, es kann überschreiten und ich zahle einfach drauf dann. Ja. Freunde, wir sind jetzt zurück. Fix und fertig. Hast ihr wisst nicht, wie fertig. Also fast 5 Stunden waren wir jetzt unterwegs. So, ich drücke jetzt auf die App und mal sehen, wie viele Schritte wir gegangen sind. Let's go. Komm schon. Nein. 19.772. Tja, und dann hat er noch eine Wette verloren. Weil der Herr einfach gesagt hat, die war off-cam, ja. Er hat einfach gesagt, wir müssen den ganzen Weg wieder zurück zum Ding. Ich so, nein, es geht bis zur Designstation und dann werden wir mit dem Bus wieder dort zurückfahren. Er hat ja gesagt, Bus fährt euch nach oben, dann geht sie runter, dann mit dem Boot, dann geht sie wieder und dann bringt euch der Bus wieder zurück. Und er meinte so, nein, der Bus bringt uns nicht zurück, wir müssen da hingehen. Also habe ich jetzt 60 Euro verloren. 10 Euro wird er da verloren, also 60 Euro wird er verloren. Darfst du was um 60 Euro aussuchen? Ach, das ist saftig. Ich verliere immer bei sowas Blöden. Sagst du 26.000 der Schritte, what? Ja, aber diese 20.000 haben auch schon gekillt, weil es halt bergauf auch oft viel war. Ja, aber 20.000 war es sind auch urviel, muss ich sagen. Also, ich finde es nicht wenig. Aber ja, leider, Schatzi, hast verloren. Aber Fazit? Kann man machen, oder? Hier. War schon nett. Nur blöd, dass man nicht schwimmen gehen kann da. Ich wäre schon gerne. Ja, das Wasser hat wirklich sehr gut ausgesehen. Es war crispy clean. Du siehst so lustig aus mit diesem Tuch. Das Wasser war wirklich urgeil. Es war so, so klar, das Wasser. Ja. Und teilweise gab es so Stellen, wo du gesehen hast, es ist nicht so tief, sogar da wäre ich reingegangen. Es hat einfach alles gesehen hast. Schade, und wir haben extra noch Handtücher mitgenommen und Badesachen. Also, egal, kann man nichts machen. Und Leute, ich blende euch jetzt hier ein Foto ein, wie Umuts Rücken ausgesehen hat.
Man Nein. merkt dezent, dass es heiß war, oder? Es war heiß und ich hatte halt einen Rucksack am Rücken. Ja. Deswegen, ja. Heute gehen wir noch schön schick essen. Ja. Hatte ich Umut gestern das Restaurant ausgesucht. Da sind die Bewertungen auch viel, viel besser. Und dann schauen wir, wenn wir zurückkommen, schauen wir, wohin es uns morgen verschlägt, ja. Also Freunde, da ist der Eingang, hier sitzt Umut. Wir sind jetzt im Apartment in Zadar. Leute, diese Wohnung ist ein Traum. Also hier kommt man einfach ins Bad. Das ist so eine begehbare Dusche. Aber Leute, gebt euch mal das Schlafzimmer, wie schön es eingerichtet ist. I'm dying. Und dann, das ist die Küche. Ein Traum. Schöne Farbe. Ja, das ist der Essbereich. Und hier ist einfach das Wohnzimmer. Und da draußen ist die fette Terrasse. Man ist noch ein bisschen Baustelle, weil es sind alles neue Gebäude jetzt. Zeigen Sie uns bitte. Komm. So. Also, das ist jetzt hier die Terrasse. So schöne Möbel. Ich bin begeistert. Da kann man so chillen. Oh, die unten hätten sogar so einen Garten. Aber schaut, da ist zum Beispiel, da wird das alles neu gebaut und diese ganzen Gebäude sehen, also unser Gebäude sieht genauso aus, so schön neu. Und was haben wir jetzt nochmal gezahlt? Für 2 Nächte haben wir jetzt gezahlt 300 Euro. 300, ja. Peace, Freunde. Und jetzt geht's an den Strand. Freunde, wir sind in der Altstadt bald. Wir haben jetzt ein bisschen weiter draußen geparkt. 13 Minuten brauchen wir hin, gell? 13 Minuten. Und dann erkunden wir jetzt die Altstadt. Gestern waren wir so müde, weil wir waren nur bei uns dort um die Ecke was essen. Es gab Pizza und Muscheln. Die Pizza hat ein bisschen enttäuscht. Sie hat so gut ausgesehen, aber nichts. Schwach. Sehr schwach. War noch nicht ganz. Das war Ursache. Ja, das stimmt. Er hätte sie ein bisschen länger drin halten müssen. Noch. Ja. Ja. Leider hat er es nicht gemacht. Leider. Und so günstig war es nicht, also 15 Euro. Für die Pizza. Als wir zu Mittag sind wir angekommen. Ja. Und haben uns hingesetzt, bis das Apartment bereit war, haben wir uns was zum Trinken genommen. Und da habe ich dann gesehen, dass die Pizza hat eigentlich gut ausgeschaut. Die Pizza hat wirklich sehr gut ausgesehen. Deswegen haben wir uns gedacht, okay, heute Abend kommen wir fix dahin und essen die Pizza. Die Muscheln waren aber sehr gut. Da haben ein halber Kilo 10 Euro gekostet. Geht voll klar. Geht wirklich voll klar. Und die Muscheln waren wirklich sehr, sehr lecker. Ja, und lecker, ja. Aber die Pizza hat leider ein bisschen enttäuscht. Schade, Marmelade. Schade. Mal schauen, was wir heute essen. Ja, mal schauen, was wir heute essen. Also ich hätte Lust auf Nudeln wieder. Again. Weil Pizza, Surprise. Ja. Die Pizza hatten wir heute zum Mittag, hatten wir auch wieder Pizza. Stimmt, da seht ihr jetzt auch so einen kleinen Clip. Das war schon gut. Die war nicht schlecht. Aber jetzt gehen wir mal in die Altstadt und schauen uns an, weil morgen geht es ja wieder zurück. No, aber schaut mal, wie schön braun wir sind. Ich I love it, ja, vor allem wenn man so weiß anhat. Ja, kommt das halt nochmal. Ich habe es halt nicht gebügelt, leider. Deswegen sorry for that. Aber egal, oder? Ihr verzeiht mir. Standard hast du eh bekommen, gell? Standard habe ich bekommen. Nice. Das Gute ist, wir mussten jetzt nichts zahlen. Haben auch einen Einheimischen gefragt, hat gemeint, da ist die Schule, also passt das schon. Wir werden sehen, ob eine Strafe kommt oder nicht. Aber wir haben vorhin schon gesehen, ein Auto wurde abgeschleppt. Solange das Auto nicht abgeschleppt wird, ist okay. Das stimmt. Und jetzt wird es hier laut, deswegen sehen wir uns dann gleich, wenn wir in der Altstadt sind. Friends. Peace. Nein. Cool, da zu parken. Ob es, nein, weil es ist kein Privatparkplatz, weil da keine Gebäude sind davor, sondern es ist eine Schule. Deswegen kannst du da parken. Es ergibt keinen Sinn. Leute, dieser Mensch, ich schwöre es euch, sagst. Ich will ihn gerade einfach nur umbringen. Wie du sagst, kann man it's school. Herr, wie kann man nur so unsympathisch sein des Todes? Was redest du? Leute, ich erzähle es euch jetzt, okay?
Wir haben einen Parkingslot gefunden, haben uns reingepackt und da ist dann ein Pärchen gekommen, wollten wegfahren mit ihrem Auto. Da habe ich ihn, und du bist jetzt leise, da habe ich ihn jetzt gefragt, ob es okay ist, da zu parken. Und ich habe gehört, und ich glaube auch meine Variante klingt logischer als seine, zwar, er hat sich das Gebäude da angeschaut und hat gemeint, it's the school, so it's okay to park there. Der war gar nicht dabei. Und er sagt, er hat gesagt, it's cool. Es ist cool, da zu parken. What? Du Trottel, damit meinen sie, dass kein Stress geben wird. Nein, oder? It's okay, hat er gesagt. Und dieses D, das war gar nicht dabei. Es war dabei. Es war kein D. Du hast diese Wette verloren um 50 Euro, weil du nicht gehört hast, dass er gesagt hat, mit dem Bus werden wir zurückgefahren. Mann, du hast einen ganzen Satz nicht gehört. Und jetzt willst du mir sagen, dass du D nicht gehört. Geh weg einfach. Ich wünschte, wir würden ihn finden. Leute, ich will einfach nur umbringen. Ich will ihn fragen. Ich will ihn einfach nur umbringen. Das macht keinen Sinn. It's ja, cool. Herz, it's the school, hat er gesagt. Gesagt. Doch, hat er. Herz, du hast vorgestern einen ganzen Satz nicht gehört. Bitte, Exona. Willst du mich verarschen? Du hast 50 Euro jetzt verloren. Exona, bitte. Nix, Exona. Warum ist er so? Hey, man, it's cool, yeah. Stay there. So hat er es gemeint. Herz, er hat das nicht so gesagt. Wenn er es so gesagt hätte, wäre es ganz was anderes. Aber er hat das Gebäude sogar noch angeschaut. Leute, wenn wir zurückgehen, ich werde euch das filmen. Es ist eine Schule davor. Das ist nur Zufall. Nein, Alter, es ist nur ein Zufall. Herr, du bringst mich einfach nur um. Sei einfach nur leise. Wie kann man nur so sein? Wie? Warum bist du so? Das ist sogar nur eine Schule, weißt du, das ist schon so auf Silbertablett serviert. Mann, du bist so ein Noob. Ich pack's überhaupt nicht. Egal. Back to Wurst. Ich weiß eh innerlich, dass ich recht habe, aber egal. Wir lassen es einfach so stehen, weil er Geburtstagswochenende hat. Wobei es nicht mal Wochenende, aber egal. Ich habe mir nichts gegönnt. Nichts, kein einzigen Dings hast du mir gegönnt. Kein Sieg. Herr, selbst schuld, wenn du so doof bist und nicht zuhörst. Bitte, er hat einfach einen ganzen Satz nicht gehört und jetzt will er sagen, es gab kein W. Es gab kein W. Forget it, man. Schaut aber, wie schön dieser Hafen hier ist. Oh. Und jetzt gehen wir zur Altstadt. Oh, das wird jetzt herrlich da drüben. Und dann essen wir irgendetwas. So, genug mit diesem Ganzen. Er wartet jetzt die ganze Zeit, weil er hat natürlich eben und hat wahrscheinlich eine Sprachnachricht geschickt, Leute. Schau mal, das, was du sagst, ergibt keinen Sinn. Herrs, es ergibt keinen Sinn, okay. It's cool. It's, Herrs, wie oft noch, er hat the gesagt. Es gab kein the. Doch, it's the school, so it's okay, hat er gesagt. Man sagt nicht, it's cool, it's okay. Aber das macht auch keinen Sinn, it's the school. Doch, es ist die Schule, deswegen, es sind keine Privatwohnungen, dass es ein Privatparkplatz ist. Deswegen. Lass, ich will ihn einfach gerade nur nehmen, zerdrücken und da reinwerfen, Leute. Da reinwerfen. Macht mich wirklich fertig, dieser Mensch. Schau ihn dir an, schau ihn dir an. Wie ist es, Unrecht zu haben? Ich habe nicht Unrecht. Doch, ich hätte die Kamera anhaben müssen. Und dann hätten wir das laut und deutlich gehört. Er hat sogar auf die Schule gezeigt, das ist ja das. Er hat sogar drauf gezeigt. Er hat nicht erst. Vergiss es. Wohin jetzt? Da rein? Ja, gerade auch. Okay. Das ist mir schon da. Freunde, ich muss mich kurz abreagieren, das geht einfach nicht. Dieser Mensch ist driving me crazy. Er weiß innerlich, dass er Unrecht hat, er weiß es, aber er wird das nie zugeben. Er wird das nie im Leben zugeben. Er wird das nie im Leben zugeben. Nie. Mhm. Den erstbesten genommen, Alter. Aber den finde ich schon cool. Aber die sind auch schön. Ja, die sind auch nicht schlecht. Sehen. Leute, habt ihr schon mal sowas gesehen? Das wie fett die sind. OMG. Jetzt sind wir wo gelandet? Karikaturzeichen wieder mal. Hey!
bin gespannt, wie es wird. Das erste Mal zeichnet uns eine Frau. Mal sehen. Ich habe sie ausgesucht, also hoffentlich. Enttäuscht mich nicht, Girl. Enttäuscht mich nicht. So Leute, ich glaube, es ist laut im Hintergrund, aber es ist fertig. Wir haben beide noch gar nicht geschaut. Und jetzt werden wir sagen, sie soll es umdrehen, damit sie es uns zeigt. Okay, Leute? 3, 2, 1. Okay, so hat uns noch nie jemand gezeichnet. Dieser langen Hals. Alle, was ist das für ein Grinser bei mir? Das ist so lustig. Sie hat sogar mit Filzstiften hat sie gemalt. Herz. So hat uns wirklich noch nie jemand gezeichnet. Das ist echt lustig. Ganz ein eigenes Stil. Ganz ein eigenes Stil. Holy guacamole. Jetzt müssen wir essen gehen, weil wir haben so Hunger. Es ist schon 21.30 Uhr und wir haben noch nichts gegessen. Aber jetzt gehen wir dann gleich was essen. Pasta. 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 Wir sind nur müde. Ja. Yep. Wir sind voll. Ja. Yep. Also wir waren gerade essen. Das Essen war sehr gut. Ja. Ich fand das richtig lecker. Also einziger Minuspunkt ist, mein Essen kam gefühlt 10 Minuten vor deinem Essen. Länger. Mehr. 15 Minuten vor deinem sowas. Essen. Ja, sowas. Ich habe mein Essen vergessen, glaube ich, und habe es nochmal gemacht. Ja. Oder halt dann gemacht. Ja. Geschmacklich war es aber sehr gut. Ja. Seine Nudeln waren definitiv besser. Aber ich bin halt normalerweise kein Trüffel-Fan. Vor allem die Vorspeise. Ich blende euch jetzt hier mal ein Foto ein. Es hat für mich nach Benzin geschmeckt. Ich fand es sehr lecker. Es war ganz schlimm. Ich habe mein Leben nicht gebacken. Ich fand es sehr gut. Und dann kam halt eben seine Hauptspeise. Der hat halt Trüffel genommen mit Beef, ja. Stripes, richtig geile Soße. Extrem also ich muss lecker. Sagen, das sind die besten Nudeln, die ich bis jetzt gegessen habe. Es waren auch selbstgemachte Nudeln, ja. Hat mir rausgeschmeckt auf jeden Fall. Das waren so Penne. Ja. Und ich hatte selbstgemachte Gnocchi. Das war auch gut. Also das war so ich fand's fad. Mit so Tomaten, mit Rucola und mit so einem Käse und mit Haselnüssen. Normalerweise ist es halt mit Prosciutto, aber ich habe halt ohne Prosciutto genommen. Aber ich fand es wirklich gut. Also, ich fand deins ein bisschen langweilig im Vergleich ja, zu meinem. Seine waren wirklich... Seine waren 12 von 10 Punkten, meine 9,5 von 10 für mich. 7, okay. 7 ist noch nicht. Und danach wollen wir noch Eis essen, Leute. Ach, das war wieder mal. Hörst immer bei diesem Eis, werde ich dreh durch. Wir kriegen wirklich, jedes Mal haben wir so, weiß ich nicht. Schau, es war schon gut, das es vom Geschmack her, aber 7 Euro für 2 Kugeln. 7 Euro für 2 Kugeln. Bra. So what? Hä? Es ist so La Romana-Style. Ja. Wie in Wien halt ist La Romana. Ich liebe es, aber so teuer. Ich hatte Peanut Butter und Apple Pie. Ja, ich hatte Peanut Butter und Haselnuss. Geschmacklich war es eh nicht schlecht. Geschmacklich war es wirklich gut, aber... Sie hatten keine Pistazie. Ja, weiter. What the fuck? So awkward. Es gab einfach, ich hatte Urbock auf Pistazie. Ja, er hat mir Urbock auf Pistazie gemacht. Sagt so, ja, wir nehmen Pistazie. Ja. Sie haben auch keine Pistazie gehabt. Schade. Urtraurig. Das war wirklich schade. Ja, aber... Aber im Großen und Ganzen war der Trip cool. Ja, Mann. Also der Nationalpark war leiwand, dann jetzt diese 2 Tage auf gechillt in Sadar. Ich muss auch sagen, dieser Strand war schon toll. Der Strand war echt cool, ja. Der ist hier in der Nähe. Ich schreibe euch einfach hier den Namen von diesem Strand. Das Wasser, es gab einen Zugang, der war richtig geil, und zwar über Treppen. Die Treppen waren zwar sehr rutschig, aber Leute, es war Sand. Ja. Das Wasser war so klar, es war so angenehm. Und es war wirklich nicht kalt. Und wir sind echt gut braun geworden. Ja, Mann. Das an Bord. Weil kroatisches Wasser finde ich... Weil kroatisches Wasser ist schon relativ kalt. Mhm. Aber das war... Erste Sahne. Und ja, von der Innenstadt, jetzt von Zadar, von der alten Altstadt, haben wir jetzt nicht viel gesehen. Weil wir einfach 45 Minuten gebraucht haben, bis sie unsere Karikatur gezeichnet hat. Das stimmt. Und dann war es schon dunkel, also konnte ich nicht mehr viel filmen. Mm. Und die Lichter haben die ganze Zeit geflackert. Also leider Gottes konnte ich jetzt nicht viel euch von Zadar zeigen, aber... Egal. It is what it is. Ewiger. Morgen geht es in der Früh los, zurück nach Wien. Ja. 6 Stunden Fahrt. 6 Stunden Fahrt, yay. Also es war wirklich cool, es war much needed mal, dass wir... Aber die Diskussion ist noch immer da. Wir wissen nicht, wer von uns beiden recht hat. Wurscht. Egal. Es ist egal.
Das wird uns noch längere Zeit. Hey, ist cool. Relax. Seht ihr das? Mit dem muss ich dealen die ganze Zeit. Na gut, Freunde. Hiermit beenden wir den Vlog. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, zeigt uns das gerne wie immer natürlich mit einem Like und einem Kommentar. Hier bei Umuts Kopf, hier genau, könnt ihr uns abonnieren. Hier bei mir seht ihr 2 weitere Videos. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video wieder. Bye!